Viel Zeit bleibt nicht mehr. Am Freitag ist in München Anstoß bei der Fußball-Europameisterschaft und zum Auftakt will Julian Nagelsmann seine DFB-Elf gegen Schottland sehr glänzen sehen, ist doch klar. Und nicht nur er. Die Generalprobe gegen Griechenland, die war zwar vom Ergebnis her schick, der Weg zum 2:1-Erfolg war es aber nur teilweise. Der Bundestrainer sprach danach von einem sehr interessanten Test. Ich werde mal sehen, wie interessant er das fand, was er heute beim ersten öffentlichen Training im EM-Quartier sehen konnte. Frank Strehrath war für uns mittendrin in Herzogenaurach, wo ein bisschen was von der berühmten Euphorie vor dem Heimturnier auch schon spürbar ist. Im Kindergarten Katharina von Bora sind die Kleinen und die Großen schon im Fußballfieber. Kein Wunder, denn gleich nebenan wohnt und trainiert die Nationalmannschaft. Doch zu Gesicht bekommen haben sie die Stars noch nicht. Also viel bekommen wir es nicht mit. Höchstens, wenn mal der Bus vorbeifährt. Aber ansonsten sehen wir eher das Drumherum. Die Reiterstaffel von der Polizei sehen wir das öfter, aber die Fußballer eher nicht. Direkt nebenan, hinter mehreren Sichtschutzwänden, ist der Homeground des Sponsors Adidas. Hier wohnen Musiala, Müller und Co. immer zu zweit in kleinen Apartments. Dazu Komfort wie im Fünf-Sterne-Hotel. Mit Sauna, Großbildleinwand am Pool, zum Fußball oder Filme schauen. Und heute ist der letzte Tag vor der EM, an dem sich die Stars in Herzogenaurach zeigen. Beim einzigen öffentlichen Training. 4.000 Karten wurden kostenlos angeboten. Innerhalb nur weniger Minuten waren sie vergriffen. Tina Schülein war schnell genug. Haben Sie Ihr Trikot vergessen? Ja, das ist in der Tasche. Das hat schon die Unterschrift, dass es dreckig wird. Von wem? Für alle. Wir waren schon in Herzogenaurach und haben sie willkommen geheißen. Vor anderthalb Wochen. Und da haben wir ganz viele Unterschriften gekriegt. Vom Tar, vom... ja, für alle. Vom Wirts, von ganz vielen schon. Das heißt, Sie waren dabei im Regen? Ja. Da, und wir waren gestanden von 11 bis um 5:30. Hat sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Haben wir auch ganz viele Trikots gekriegt und einen Ball und so. Also war echt gut. Wir waren ganz nah. Und jetzt Training? Und jetzt Training. Und da ist sie dann, die komplette Nationalmannschaft auf dem Sportplatz in Herzogenaurach. Nach einer Stunde Training nehmen sie sich noch viel Zeit für Fotos und Autogrammwünsche der Fans. Besonders gefragt Bayern-Star Jamal Musiala. Nach eineinhalb Stunden ziehen sich die Spieler zurück und die Fans machen sich auf den Heimweg. Mit Musiala habe ich ein Foto. Das ist auf dem Handy. Kann man das sehen? Ja. Hat sich's gelohnt? Auf jeden Fall. Wir haben ganz viele Unterschriften bekommen. Haben Sie es im Rucksack? Na klar. Also einmal hat mein Sohn seins. Komm her. Wer hat denn da unterschrieben? Schlotterbeck, Pascal Groß und David Raum. Und David Raum, ja. Also das ist das eine. Gib's noch mal und dann haben wir noch mal. Also wir sind ganz happy. Der Fantag in Herzogenaurach geht zu Ende. Und ab Freitag wird es ernst für die Spieler.